Dieses Mal kam Jesus ganz pünktlich zum Prozess, doch der Sitzungssaal war heute Morgen noch belegt, also ging er erst mal wieder. Nach einer Viertelstunde dann der zweite Versuch und der war deutlich besser inszeniert. Und auf ein neues. Aber was ist mit Abstandsregeln? Corona, müssen die Masken. Hier ist schlimmer genug wie im Puff, Jungs. Im Gerichtssaal grinste er dann nur noch und äußerte sich zu keinem Zeitpunkt zu irgendwelchen Anklagepunkten. Die Liste der Straftaten gegen Christopher Klaus, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, füllt inzwischen schon Aktenberge. Es geht um ganz unterschiedliche Vorwürfe. Dem Angeklagten werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Außerdem geht es noch um den Vorwurf des versuchten Diebstahls und der Körperverletzung. Gleich zu Beginn der Verhandlung stellte der Verteidiger des Angeklagten einen Befangenheitsantrag gegen Richter Johann Krieten. Er habe Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Richters am Amtsgericht. Vor der Kamera wollte er sich dazu nicht äußern. Wissen Sie, der Befangenheitsantrag hat 9 Seiten. Das zu verkürzen bringt doch nichts. Immer wieder stehen Mitglieder der 187 Straßenbande vor Gericht. Rapper Maxwell wurde Anfang Juni zu einer Geldstrafe wegen Drogen- und Waffenbesitzes verurteilt. Auf Jesus wartet im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe. Das Gesetz sieht für die einzelnen Vorwürfe Freiheitsstrafen bis zu maximal 5 Jahren oder Geldstrafen vor. Insoweit ist alles offen. So, ab jetzt. Was wollt ihr noch? Der Prozess wird in einer Woche fortgesetzt. Insgesamt sind 3 Verhandlungstage angesetzt.